Hey Leute, willkommen zurück in Dr. Calvinos Werkstatt hier in Prey, wo wir uns ja in der letzten Folge den Weg hingeschlagen haben. Und ich sehe hier schon irgendwie ein komisches Alien wieder aus der Wand rausschauen. Was brennt da eigentlich? Da ist doch Vakuum draußen, oder? Kann doch gar nichts brennen. Oder ist das noch innerhalb der Station? Nee, ist eigentlich draußen. Da kann nichts brennen, Leute. Whiteboard. Irgendwelche Infos. Keine Ahnung, ob wir die brauchen. Maschinen. So, die hat keinen Strom, die Konsole. Das heißt, wir müssen erst einen Strom einschalten. Und was dann passiert? Ich werde mich zuerst hier noch umsehen, bevor ich hier den Strom einschalte. Strom einschalten ist nicht unbedingt immer das Weiseste. Da habe ich mich ja selber auch schon mal hier mit einem Stromschlag außer Gefecht gesetzt. Dr. Calvinos Thermoskanne. Wahrscheinlich kalter schwarzer Tee drin oder so. Oh, da ist noch so ein Glukkanister. Ist eine Klappe im Boden. Kann ich aufmachen? Nee, geht nicht. So, und was haben wir hier oben noch? Ersatzteile, Zeug, Technik des Regelkreises. E-Mails. Dr. Calvino, alles klar. Ich kümmere mich sofort darum. Um was kümmert er sich? Ich möchte, dass Sie einen Reisebecher anfertigen. Exakt 170 Gramm. Okay. Reise. Wagenmodifizierung. Ich habe einen Blick auf die Daten geworfen, die du mir geschickt hast. Sieh da ein paar Probleme. Okay. Was hat das jetzt mit den 170 Gramm hier auf sich? Na. Tassen dürfen nur 170 Gramm wiegen und da gibt es spezielle Wagen. Gut. Wir speichern. Einschalten. Hat sich jetzt was getan? Videowiedergabe. Keine Verbindung zum Host. Okay. Ups. Ja, das scheint ja von vollem Erfolg gekrönt zu sein, was ich hier gemacht habe. Netzwerkeinstellungen. Serververbindung bestätigen. Und oder wiederherstellen. Und welchen brauchen wir da? Diagnose. Schauen wir mal, welcher Server überhaupt. Der 18er ist getrennt. Bildschirme sind betriebsbereit. Gut, dann. Keine Ahnung. Dann stellen wir halt den 18er wieder her. Vielleicht. Gut gemacht, Morgan. Die Looking Glass-Bildschirme sind wieder online.
Gehen Sie schnellstmöglich zurück in Ihr Büro. Es ist wichtig, dass Sie den Rest Ihrer Nachricht hören. Wir treffen uns dort. Ins Büro. Gut, dann gehen wir wieder ins Büro. Hallo, kommen Sie wegen eines Termins. Waffe offline? Was? Hat mich das jetzt getroffen hier? Operator nähert sich. Ach so, ich muss ja eigentlich auf der anderen Seite raus. Ah! Muss ich hier drüben raus? Phantom, schon wieder eins. Kann ich da außen rum? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Trinke ich jetzt was? Ein Cold Mountain Tee. Wieso liegt hier noch so viel Zeug rum? Rematerialisiert sich da das Getränkezeug auch wieder und die Gesundheitssachen? Okay. Mir soll's recht sein, wir gehen hier zurück. Genau. So. Wieso komme ich jetzt hier nicht raus? Kann ich da nicht drüber springen? Jetzt geht's wieder ins Büro. Übrigens wurde mir auch mitgeteilt, wenn ich Probleme mit dem Entschuldigung. Jetzt bin ich verschluckt. Wenn ich Probleme mit dem Inventar habe, dass ich da einfach. Oh, schon wieder eins. Und das zwei. Meine Güte. Das ist ja wohl. Zwei. Ich glaube, ich spinne. Warnung. Anzug wurde beschädigt. Dass ich dann einfach Krempel im Büro liegen lassen soll. Weil ich da sowieso immer wieder hinkomme. Jetzt hat mich das verbrannt hier. Mimik. Guten Tag, Thales. Bei Verlust von Atmosphäre oder Schwerkraft und in kritischen Notfällen begeben Sie sich bitte zum nächsten Sammelpunkt. Gut, dass ich so viel Munition hergestellt habe, Leute. Wieso habe ich eigentlich so ein komisches Sichtfeld hier? Ach so, weil ich hier gedrückt habe. Ah, okay. Sehe ich eigentlich... Ah,
In meinem Büro habe ich auch so ein Herstellungsdings. Sehr schön. Ah! Boah, die werden ja richtig aggressiv hier. Ich glaube, da muss ich mir noch irgendwie was einfallen lassen. So, jetzt. Hauen wir hier mal den Schrott rein. Okay, dann gucke ich mal. Schrottpatronen. Hier herstellen. Jo. Gut. Video. Ich bin ja jetzt mal gespannt hier. Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Du musst die Talos 1 zerstören. Die Forschung, die Typhon, alles vernichten. Auch dich. Ich weiß, wie das klingt. Aber du hast die Typhon erlebt. Sie sind ein Teil von dir. Wenn auch nur eine Zelle die Erde erreicht, ist es aus. Tut mir leid, es gibt keinen anderen Weg. January kann dir zeigen, wie die Selbstzerstörung aktiviert wird. Alex wird dich aufhalten wollen. Er hasst es zu versagen. Er ist zu stolz, um beschämt zu Mama und Papa zurückzukriechen. Jetzt hängt alles an dir. Viel Glück. Gefällt dir nicht, oder? Ziel abgeschlossen. Neues Ziel. Sprich mit January. Tresor. Hallo Morgan. Das habe ich schon. Ich bin January 2035. Ich bin ein Operator. Es gibt viele Operator auf der Talos 1, aber keiner davon ist wie ich. Morgan. Ja. Ach da, okay. Ich bin ihr Plan B. Meine erste Aufgabe war es, sie aus der Simulation zu befreien. Dann sollte ich Ihnen das Video zeigen. Alles erledigt. Interessant. Ich habe jetzt Zugang zu weiteren Anweisungen. Die Selbstzerstörung der Talos 1 wird durch zwei Zündschlüssel aktiviert. Ihr Bruder hat den ersten, sie den zweiten. Alex hat ihren Zündschlüssel zerstört. Sie haben jedoch einen Fabrikatorplan für einen neuen in der Datenzentrale versteckt. Dorthin müssen sie sich als nächstes begeben. Danach können wir uns Gedanken um Alex' Schlüssel machen. Die Typhon breiten sich schnell aus morgen. Das wird ein Wettlauf gegen Sie und Ihren Bruder. Mit dieser Schlüsselkarte haben Sie Zugang zum Hauptaufzug und allen Laboren. Generalschlüssel, ah. Leider konnte ich den Aufzug von hier aus nicht reparieren. Es gibt einen anderen Weg. Durch das Psychotronik-Labor. Morgen. Dort sind die Typhon aus der Eindämmung ausgebrochen. Seien Sie vorsichtig. Nächstes Thema. Ich sollte Ihnen weitere Neuromods besorgen. Das habe ich getan. Viel Glück, Morgan. Ich bin autonomer als ein gewöhnlicher Operator. Der Inhalt des Videos... Hä? Ich habe gar nichts gemacht. Nur eine Person aus Fleisch und Blut könnte mit der Verantwortung klarkommen. Nehme ich an. Wir haben 3 Neuromods. Da gucken wir doch mal, wie wir die... geschickt einsetzen können. Hä? Jetzt habe ich hier bloß noch einen. Ich dachte, ich hätte einen. Ich habe doch 3 Stück gekriegt. Hä?
Da waren noch drei. Jetzt habe ich bloß noch einen. Ja, mit einem kann ich nichts anfangen. Die hat doch drei da hingelegt gehabt, dachte ich. Okay. Gut, um dieses Psychotronik Labor bin ich schon rumgelaufen und habe versucht, da reinzukommen. Aber da konnte man eben nur mit einer Generalkarte rein. So, ich werde jetzt mal meine Gesundheit wieder auf Vordermann bringen, irgendwie. Sonst falle ich hier über ein Essen nach dem anderen und dann, wenn ich es brauche, ist keins da. Angerauchte Zigarre, nee. Dies nehme ich nicht. Ich hätte ja mein Inventar ein bisschen... egal. Ein bisschen entrümpeln können. Das ist jetzt da unten. Da läuft schon wieder hier so ein Phantom rum. Soll ich da einfach da runter hüpfen und da rein? Oder gibt es irgendwie... Ah, jetzt komme ich sogar hier raus, oder? Maintenance only. Ich habe doch einen Generalschlüssel. Muss ich doch hier reinkommen, oder? Oh, na, warte. Meine Güte. Alles voll Gegner hier. Ich hoffe, da ist bloß Glasboden und ich falle nicht da irgendwo durch und den hier... Gut, jetzt genehmige ich mir aber doch nochmal ein Medikit hier. Oder kann ich in mein Büro gucken? Hehe. Cool. Aber irgendwie... Gibt's hier oben irgendwelche Eingänge irgendwo hin? Na, erstmal nicht. Okay, gut, wir gehen dann mal. Wir gehen dann mal. Da in dieses Labor. So, ups. Gut, gehen wir mal nach unten. Ich habe gedacht, man kriegt hier keinen Fallschaden übrigens. Also, wenn man hoch genug runterfällt, gibt es schon Schaden. Es gibt hier zwei Türen zu dem Labor. Genau, und die eine ist... verbarrikadiert, da kommt man nicht rein. Und die andere war woanders und nicht hier. Gut. Mm-hmm.
glaube, hier komme ich an dem auch nicht vorbei. Oder doch? Jetzt bin ich wieder hier. Na super. Also muss ich den wahrscheinlich doch erledigen. Guten Tag, Talos. Sicherheitshinweis. Haftnotizen, selbst gut versteckte, sind keine sichere Methode zum Aufbewahren Ihres Terminal-Passworts. Oh, der ist stark. Oh Gott, und ich bin hier wieder in irgendeinem Nebel-Dingsi. So, das nehmen wir. Apfel-Essener. Glukanister nehmen wir. Also manche Lebensmittel, die regenerieren ja hier irgendwie Gesundheit auf Zeit. Umweg. Lobby. Mhm. Gut. Dann schauen wir mal hier. Freigeben, verschließen, Türüberbrückung. Hallo Elias, du hast deinen Charakterbogen auf dem Drucker liegen lassen. Juri. Was sie rausgespült hat, ist Juri Kimura wie alle anderen auch. Mehr dazu in der Mittagspause. Aha. Und hier haben wir wieder einen Safe. Aber keinen Hinweis auf irgendeinen Code, oder? Jedenfalls noch nicht. Sollte ich da jetzt was verschließen hier? Oder öffnen? Ups, Tür überbringen, verschließen. Wir verschließen mal, dass mir hier keiner hinterherkommt. Genau. Vielleicht war das keine gute Idee, aber... mein Gott, wie viele von denen sind denn da? Hallo Morgan. Wir sollten reden. Mein Codename ist December. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos ein... Aber sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf Ihre Karte. Ich kontaktiere Sie wieder, wenn Sie den Schlüssel haben. Das war, glaube ich, keine gute Idee, hier reinzulaufen. Kann ich das hier zerstören irgendwie? Aber ich könnte das Ding reparieren. Nützt mir aber nichts. Ach, jetzt habe ich... Mist. Ah, das geht so automatisch, dass man hier so L2 fürs Zielen drückt. Gut, hilft da nichts. Wo muss ich jetzt dahin? Fluchtkapselschlüssel. Das Phantom ist jetzt da irgendwie nach unten marschiert, aber ich muss nach oben. Hm.
Okay. Wir verwenden den Psy-Hypo, um das wiederherzustellen. Halt. Dann mache ich das mal. Ich habe ja da irgendwie genug. Halt. Ja. So. Da bin ich und in der Neuromod-Abteilung da oben muss ich hin. Okay, gut, dann gehe ich doch mal irgendwelche Treppen suchen. Boah. Ist verdächtig ruhig. Das gefällt mir nicht. Trauma sind. Achso. Bin ja ganz falsch. Ich muss ja irgendwie darüber, oder? Die ganzen Geschütze sind defekt. Die werden sofort hier. Das wollte ich natürlich nicht. Da rein. Toll, komme ich nicht rein. Die Security auch nicht. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier von oben irgendwo. Kommen wir wahrscheinlich auch nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich laufe hier immer im Kreis irgendwie. Ja, mache ich auch. So. Hm. Jetzt müsste ich hier irgendwie ein Stockwerk tiefer. Alt, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte mir da so ein. What? What? Ach, so einfach ist das. Hätte ich ja gar nicht so lange hier rum. Genau, ich gehe zur Neuromotorabteilung. Oh Gott, gut. Ja, warum einfach, wenn es auch schwierig geht? So, jetzt sind wir hoffentlich gleich hier in der Neuromotorabteilung gelandet. Das ging ja einfacher, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ich hätte mir oder müsste mir jetzt da mühsam wieder einen Weg suchen. War ich hier schon mal? Ich höre es wieder so rumstapfen hier. Hier schönes. Kein Neuromod. Hier schon wieder ein Trapsen hier. Ich glaube, hier waren wir ganz am Anfang. Genau, hier waren wir ja ganz am Anfang mal. Jetzt sind wir wieder in diesen Laboren hier. Müssen wir rein. Ne, da sind wir rausgekommen. Wir müssen den Schlüssel holen und dann da wieder rein, oder? Hm. Pflücke. Erstmal Blumen pflücken. Oh Gott, oh Gott.
böse Gegner everywhere. Eine Mimik. Irgendwo da vorne. Aber nachdem ich ja beim ersten Mal hier durchlaufen nicht alles abgesucht habe, gehe ich jetzt hier kurz nochmal durch. Ob ich noch irgendwie was übersehen habe. So. Da brauche ich noch eine Sicherheits... Du bleibst schön da drin. Offensichtlich habe ich die doch alle irgendwie durchsucht. Boah, ist das alles unheimlich hier. Mensch, Mensch, Mensch. So, wo sind wir denn? Nirgends. Ist denn hier irgendwie so ein You are here? Testing Rooms. Gut, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Skill Recorder. In was hast du dich jetzt verwandelt hier? Vitalwerte kritisch. Gott. Also gut. E-Mail. Frage zur Simulation. Da knittert das Papier. Vorher habe ich an jeder Ecke echt was zu essen gefunden. Kommen meine Leute zu dir. Testergebnisse. Ach so, das hatten wir, glaube ich, auch schon durchgeguckt. Aktenschrank. Wir schauen nochmal, ob wir irgendwas finden. Es ist immer noch der 23. Februar und die rauchen alle ekelhafte Zigarren hier. Auch schon. Okay. Nichts mehr zu essen hier. Ich versuche mal dem Phantom zu entgehen. Ich glaube aber, das wird nicht so einfach möglich sein. Wollte ich jetzt nicht runter. Mist. Ich wollte einfach... Oh. Oh, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ich glaube, hier war ich noch nicht. So viel Krempel, wie hier rumsteht. Da war ich noch nicht. So, hier ist irgendwas durchgebrannt. Hier funktioniert nichts. Was die alles im Nachttisch aufbewahren. Handtäschchen. Wofür braucht man hier auf der Raumstation ein Handtäschchen?
Spielen kann man hier auch. Ich sehe schon, ich vertrödel hier meine Zeit. Obwohl, ich glaube, hier war ich auch schon und habe mich nicht im Spiegel gesehen. Oh nee, hast du mich jetzt hier gesehen? Hier rumgelaufen, oder? Du kommst nicht hier rein. Haha, weil du nicht weißt, wo ich bin. Anzug wurde beschädigt. Warnung. Die Teilwehr beschädigt. Ja, ich weiß, ich weiß. Oh Gott. Ich konnte nicht schnell genug nachladen. Mensch. Nicht schnell genug nachgeladen. So, wo hat der uns jetzt hier abgesetzt? Ach Gott, da ganz vorne wieder. Okay, gut, dann werde ich mich jetzt hier zwischenzeitlich dann mal durchkämpfen. Und wenn ich wieder da vorne bin und hier alles Mögliche gelootet habe, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.